Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu der finalen Aufnahmesession oder Staffel von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir waren hier zuletzt auf Level 60 auf dem Schiff, haben uns, da habe ich die Aufnahme beendet, vor der Kajüte. Und denn ich wollte hier das extra nochmal in eine separate Folge das machen, mit dem wirklich ins sechste Kapitel zu kommen, ins letzte und dann hier dem Meister der Drachen entgegenzutreten. Darum ist die letzte Folge auch nur 10 Minuten lang geworden. Es tut mir leid, aber ich möchte das einfach in einer separaten Folge und Staffel haben, ja. Ich werde die letzte Folge auch wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde bis zu vielleicht eine Stunde lang machen, aber es ist die letzte Folge, ja. Und ich möchte das so gesehen ehren. Vielleicht haue ich noch eine Special-Folge mal hinten ran, ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt nach Irdorat. Loading. So. Kapitel 6. Die Hallen von Irdorat. Oh yeah. Aber bevor ich weitergehe, würde ich mal sagen, dann labern wir mal mit den anderen. Na und Laris, was hast du zu sagen? Wie sieht's aus? Das nicht zu fragen. Ja. Recht gespenstisch, die Grotte hier. Interessiert mich nicht. Okay. Niemand darf gegen die Götter. Und was hat Diego zu, sozusagen? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinnes entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Den kennst du ja schon. Okay. Das kann nicht wahr sein. Reden wir mal mit Bennett. Ach, Gorn, der zieht hier seine Runden. Okay. Hey, du. Hey, Gorn. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Das wird er wahrscheinlich noch. Hey, du. Ich hab da keine Zweifel. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Welche Waffen kannst du mir verkaufen? Nur die besten. Oh. Nehmen wir mal die Berserker. Oder nee, lass ich lieber. Werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Kannst du mir da... Kommt drauf an, was du... Okay, kann mir nichts mehr beibringen. Okay. Das Schiff ächzt ab und zu mal ein bisschen, aber... Das ist das Holz. Der... Ist bei einem Schiff so üblich. Alles gut überstanden? Behandle mich nicht wie einen Idioten. Erledige, was du erledigen musst, und dann übergibst du mir das Schiff. Trainiere mich. Desto schneller sind wir hier wieder weg. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Ah ja, okay. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Okay. Hey. Torloff. Was hat der mir zu sagen? Alles ruhig? Bisher noch.
Aber das kann sich hier schlagartig ändern. Pass auf deinen Rücken auf. Okay. Lee, was hat er mir zu sagen? Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Okay. Und nicht entweder einfach bloß, wenn ich hier zurückkomme, dann einfach so am Horizont wegsegelt. Oder einfach mal in Einzelteilen da so in der Bucht liegt. Das wäre beides schlecht. Hey, du. So, Watras. Ich habe hier einen Eimer nach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Pyroka bringe. Wenn wir hier wieder weg. Okay. Hilf mir. Nimm diesen Trank der Erlösung. Doch denke immer daran. Meine Möglichkeiten, dir die Albträume zu nehmen, sind... Okay. Lehre mich deine Fähigkeiten. Ich werde tun, was in meiner Macht... Ah ja, Alchemie. Ein Elixier des Lebens, okay. Kannst... Was brauch... Kronstücke, Fettknöterich. Ja, den Eimer nach der Besessenen. Den könnte ich jetzt abgeben und wieder 300 XP kassieren. Eine Heilwurzel und Kronstücke. Geil! des Geschicks. Moment, die Tränke waren... Hier, genau. Und Lebensenergie plus 20. Das passt. Hier mich noch letzten Endes so ein bisschen zu stärken und buffen und sowas, ist immer gut. Noch die letzten Vorkehrungen treffen. So, Lester, was hast du mir zu sagen? Warum erfahre ich das erst jetzt? Hast du mir etwas zu sagen? Dieser merkwürdige Kerl, der sich Mario nennt, ist mir nicht geheuer. Er strahlt so eine böse Aura aus. Pass auf deinen Rücken auf, mein Freund. Okay. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Sagt dir dieses Buch Almanach der Besessenen irgendetwas? Pyroka ist der Experte für diese Art von Büchern. Tut mir leid. Ich weiß zu wenig, um etwas Intelligentes darüber sagen zu können. Okay. Ich kann das wie in nicht alten mehr Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Ja, das war etwas schlecht damals. Das liegt auf der Hand. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat. Ich weiß langsam nicht, wie lange der Vorrat reicht. Was hätte ich dir vorher sagen? Weltkunde durch. Ja. Kaufen wir einfach deinen ganzen Bestand leer. Ich habe ja genug Gold. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Es gibt da so ein Easter Egg. Warum hört er nicht keinen auf mich? Wenn man hier das Auge Innos nicht mitbringt, Moment. Ich glaube, ich habe sogar ein Safe. Die Hallen von Irdorath, oder? Ah ja, genau. Da war ich dann... Das war noch bei meinem letzten Mal durchspielen oder so. Eventuell werde ich dann mal so ein bisschen Sachen zeigen. Was passiert, wenn man hier beispielsweise Auge Innos nicht mitnimmt. Also so in dem eventuell letzten Special Part. Ich weiß es nicht. Vielleicht zeige ich auch mal hier mit dem, wo ich das letzte Mal durchgespielt habe. So ein paar Sachen kann ich auch machen. Weiß es noch nicht. Mal gucken. So, Trank der Stärke. Ich will aber jetzt mal schnell gucken, was ich hier noch... Oh, zu dem kann ich nicht schnell trinken. Ja, wieso habe ich die Tränen Innos überhaupt dabei, Alter? Wenn ich die einmal trinke, außer den trinke, weil ich vielleicht denke, dass es hier so, Heilung der Besessenheit ist. Dann, einmal falscher Schluck und ich bin tot. Grundstöckel. Ich werde jetzt
entweder verbrate ich den ganzen Grundstücke jetzt, um mir Elixier des Lebens zu holen. Mach das jetzt so, ich mache jetzt insgesamt 3 und jetzt noch ein. Nö, nee, komm. Oh, bei YOLO. Besser lieber das, weil dann habe ich einfach mehr Leben. Puh, ich habe mir hab ich 1025 Leben. Das passt doch. Und 60 Geschick und 165 Stärke. Passt wie angegossen, so gesehen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Ich würde eigentlich noch mit Mario reden wollen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wo der ist. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Als ob du müsstest eigentlich irgendwo hier hinten hocken. Okay, da ist er nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob er da war. Aber es gibt sonst keinen anderen Ort, wo er war. Keine Ahnung, naja. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Oh, das sind Orks. Wie viel Rüstung habe ich eigentlich? Habe ich das? Oh, verdammt. Stirb! Orkelite. Da ist nichts zu holen. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Gleich von Orks angegriffen. Ich wollte eigentlich nach da drüben und die Feuerwarane töten, aber... egal. Die Orks sind jetzt wenigstens schon mal weg. Öffnen wir mal Apfel. Ein Apfel essen. Essen, Apfel, Apfel, essen, essen, Apfel, Apfel. Apfel. Yeah. Komm, töt mir noch Feuerwarane. Weil ich mache jetzt den vollen Schaden. Ich mache jetzt nicht mehr irgendwie mal so vielleicht ein bisschen minimalen Schaden. Nein, ich mache einfach den vollen Schaden. Den Waffenschaden plus Stärke. Ist gleich komplett Schaden. Wiederum minus Rüstung von den Gegnern. Ist gleich dann der entstandene Schaden. So, jetzt trinken wir mal schnell einen Heiltrank. Ich finde es schade, dass ich die Heiltränke hier eigentlich nicht irgendwie auf so eine Art Quickslot legen kann und um die dann hier schneller zu mir zu nehmen. Dann töten wir den Schamanen da oben. Der könnte mir eventuell noch etwas hier zum Verhängnis werden. Nein, 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 nicht die Ork-Axt runter. Okay, gut. Weil sonst würde es wieder so Ding drrr, irgendwas machen. Weil die hier sich einfach mal so an den Steinen da so herumbackt und so. Wobei, wieso? Okay, Dieter. So, ich sollte mal ein bisschen weiter nach hinten gehen, nicht dass ich wieder gegen das Kabel komme und hier dann die Aufnahme mir dann da verloren ist geht. Greif den Wag an, genau. Da ist nichts zu holen. Oh, da ist noch ein Vargi. Nichts zu holen. Thank you.
Da ist nichts zu holen. Sollte meine Maus langsam irgendwann zu schlimm werden hier mit der Steuerung, könnte ich noch meine alte Maus anschließen. Die gute alte Siemens Kabelmaus. Ja, ich habe so eine alte Siemens Maus, die war mal mit dem bei dem alten Siemens PC, den ich da mal gehabt habe, dabei. Wobei, von dem habe ich noch ein paar Teile in meinem PC. So das Mainboard und sowas, aber kommt alles raus, wenn ich hier aufrüste, natürlich. Ja. So, an der Stelle speichere ich mal. Weil in der Höhle wird wahrscheinlich nichts Gutes sein. Ich hab da gerade einen Ork gesehen. Konnte man hier gerade sehen, oder? Da war doch einer. Ah, da hinten ist ein Warg auf jeden Fall. Da habe ich schon zu viele ihre Schwerter gezogen. Oh, oh, zwei Elite, drei Elite. Okay. Lol, früher habe ich da mal Eiswelle gebraucht, um das zu machen, aber ich hätte da, glaube ich, mal noch nicht zwei Hand auf 100. Naja, da ist das sehr vom Vorteil, sowas auf 100 zu haben. Nichts zu holen. So. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Gelite. Gelite. Da-da-dam. Auch Krieger. Und Ork Elite. So. Speichern. Sind noch die Waage da. Und da oben. Oh, zwei. Oh, zweimal Ork Elite. Ork Elite, der Korkor. Schläge. Der ist 3-Hit. Der Troll. Okay. Fischsuppe. Brot. Was hat der bloß hier bewacht? Frage ich mich gerade. Da ist eine Tür. Kann ich die aufmachen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da brauche ich einen Schlüssel. Lass mich raten, Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Für die letzte werde ich wahrscheinlich auch einen Schlüssel brauchen. Also pfeifen wir uns mal schnell einen Hering rein. Oh. Ein paar... Oh. Wieso greifen die mich nicht an? Oh! Ein orkischer Wurfdurst. Ist genauso stark wie so eine Ork-Elite. Oh, oh,
geschnappt werden. Ah. Okay. Ich werde mir eine Vollheilung nochmal schnell draufwerfen. Und das sitzt da immer noch dran. Okay, was werden könnten wir denn nehmen? Ich mach mal Golem beschwören. So als Ablenkung und schwere Wunden heilen, sprich Vollheilung. Okay, er schläft. Okay. Lasst mich hier raus. Na, ist ja ganz toll. Dann würde ich sagen, Alter, an dieser Stelle, hier brauche ich 10 Jahre. So, greif doch den ollen Golem an. Und nicht mich. Für was beschwöre ich das Ding überhaupt? Nein, ist kaputt. Brutale Ork-Äxte. Und die sind genauso stark wie Echsenschwerter. Naja, das Moveset ist natürlich so wie von den anderen. Aber es gefällt mir eigentlich nicht so. Wie von den anderen Zweihandwaffen. Das ist das Moveset, aber wie gesagt, es gefällt mir nicht. Weil es eine Ork-Axt. Und ich finde, der große Erzdrachentöter ist viel, viel, viel besser. Ja. Wie viel Erz habe ich eigentlich? Was ist die Theorie? Ah, ich habe 4 Erzbrocken. Okay, das passt ja. Wenn ich jetzt nochmal irgendwoher Drachenblut kriegen kann, dann, Leute. Oh, das ist Pedro. Hallo Pedro. Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Bei uns Söldnern haben viele ihre Seele an Belia verkauft und trotzdem verspüre ich oft Skrupel, sie einfach abzuschlachten. Aber du, Drecksau, bist eine Ausnahme. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Serpentis gab mir den Auftrag, dich zu töten, und ich pflege in der Regel, meine Aufträge zu erledigen. Bitte, nein. Das kannst du nicht machen. Ich kann doch von großem Nutzen für dich sein. Das musst du doch erkennen. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? Okay. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Dann mal auf mit Pedro zum Schiff. Ich würde ihn zwar töten wollen, aber es ist eigentlich kein offizieller Auftrag, meine Mannschaft.
von Edward. Okay. Oh, da liegt noch was rum. Ach, Schinken. Wo haben die Orks das bloß her? Bier. Brot. Als ob Orks Bier trinken. Okay, das sind wieder Orks und die sind beim Schiff. Das kann nichts Gutes heißen. Komm her, Mistvieh!